Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse. Was seit gestern durch die Wahlergebnisse in Hessen, auch in Berlin und damit in der Bundespolitik losgetreten wurde, das wirkt sich auch mächtig auf die Wirtschaft und auch auf die Finanzmärkte aus. Das kann man weiß auf schwarz an der Tafel sehen. Der deutsche Aktienindex, das Barometer der Börse, zeigt ein Plus von 1,2% zum Handelsende an und damit einen Schlussstand von 11.385 Punkten. Wirtschaft und Finanzen, beide quotieren die Bewegung in der Bundespolitik und sie erhoffen sich neuen Wind. Dies vor allem eben in der Frage nach neuen Impulsen für eine neue Wirtschafts- und Finanzpolitik. Diese Erneuerung euphorisiert vor allem Investoren und Anleger und sie hat auch einen Namen. Friedrich Merz, jenen früheren Fraktionschef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der sich einst anschickte, die Steuererklärung auf einem Bierdeckel zu erledigen. Und der aktuell Chef des Aufsichtsrates der deutschen Sektion des US-Vermögensverwalters BlackRock ist. So wären also Wirtschafts- und Finanzexpertise gesichert. Das meint die Börse. Einige Ökonomen sehen in der aktuellen Situation allerdings eher eine Gefahr als eine Chance. Und das hat vor allem mit Europa zu tun. Ob der Streit Italiens mit der Europäischen Union über den Haushalt, die Besetzung von Spitzenpositionen in der EU-Kommission oder an der Spitze der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main. Mit einer geschwächten Bundesregierung wird auch eine gewichtige Stimme in Europa schwächer. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem Europa finanzpolitisch dringend Lösungen braucht, gerade angesichts der Debatten rund um Italien. Denn nicht nur der Streit zwischen Rom und Brüssel in Sachen Haushaltsplanung macht vielen Sorge, auch die enorme Staatsverschuldung, die steigenden Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen und jetzt auch noch der negative Ausblick der Ratingagentur Standard & Poor's für Italien, der normalerweise dann im nächsten Schritt eine Abstufung auf ein schlechteres Niveau nach sich zieht. Das alles bedeutet, dass nicht nur viele Aufgaben sowohl in Deutschland wie auch in Europa anliegen, die allesamt noch nicht gelöst sind. Es bedeutet eben auch, dass Wirtschaft und auch die Finanzmärkte in einer Bewegung sind, die weitreichende Folgen haben kann. Bis hin zu einer neuerlichen Finanzkrise 2.0. Und so eine könnte wiederum Wirtschaft und auch die Politik in enorme Schwankungen bringen. Insofern bleibt für den Souverän, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande vor allem eines, sich möglichst viele Informationen zu besorgen. In Sachen Finanzbildung helfen wir da sehr gerne von Börse vor 8 und freuen uns mit Ihnen auf morgen. Hier im Programm folgt jetzt die Tagesschau mit allem Wichtigen aus Berlin und anderswo. Und Ihnen wünsche ich wie immer an dieser Stelle allen einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns zusehen.